ich habe eines der seltensten Huge Pets in Pets unter 99 bekommen. Nämlich den Huge Poseidon Corgi. Von dem existierten bis kurzem noch nur 80 Pets und mittlerweile sind es aber schon 650. Und ich erkläre euch heute, woran das liegt und wie ihr euch erstmal selber einen erangeln könnt. Fangen wir erstmal damit an, wie man den überhaupt bekommen kann. Dafür müsst ihr erstmal Nummer 1 in die Pirate Tavern Area gehen, also Area 27 gehen und danach erstmal zur Fishing Area. Vor der Fishing Area seht ihr außerdem nochmal ein Schild mit der Aufschrift Chance for Huge Poseidon Corgi. Und was ihr machen wollt in der Area ist erstmal so lange angeln, bis ihr euch alle Angelrouten kaufen könnt. Natürlich ist es jetzt nicht so teuer, das dauert ungefähr so, wenn ihr jetzt gar keine goldene Angel habt, circa 2-3 Stunden, vielleicht auch sogar 4 Stunden angeln. Je nachdem. Dann klickt ihr hier einfach rein, wartet, bis er etwas angebissen hat und dann klickt ihr erstmal mit Autoklicker, bis das weg ist. Das macht ihr, wie gesagt, so lange, bis ihr euch alle Angelrouten kaufen könnt. Was ihr stattdessen noch machen könnt, ist erstmal in die Trading Plaza gehen und euch einfach eine Angelroute für 140.000 Gems, nee, sogar 200.000 Gems kaufen. Ist jetzt aber auch nicht die Welt, sage ich ehrlich. Also 200.000 Gems sind jetzt auch nicht viel, wie gesagt. Das wäre halt ein Charmstone gegen eine goldene Angel. Und ich habe hier zum Beispiel 3 Charmstones. Okay, Moment, das wären 2 Charmstones sogar. Aber um die erstmal zu bekommen, geht ihr einfach in die Trading Plaza rein, geht danach erstmal zum Terminal und sucht nach der goldenen Angel. Theoretisch, wenn ihr wollt und so viele Gems überhaupt habt, könnt ihr euch direkt erstmal die Diamond Fishing Rod holen. Aber zu der kommen wir gleich erstmal. Ihr wollt erstmal hier auf die goldene Fishing Rod klicken und euch dann erstmal zu einem Server teleportieren, wo die verkauft wird. Auf jeden Fall schaut ihr dann bei den Ständen nach, ob hier eine goldene Angel ist. Genau, dort sind sogar mehrere goldene Angeln, aber für 250k, sogar diese 50k Gems sind jetzt auch nicht die Welt. So, wenn ihr die habt, kauft euch die einfach, dann spart ihr euch trotzdem erstmal an ein paar Stunden angeln. So, diese 50.000 Gems sind jetzt wirklich nicht die Welt, bin ich ehrlich. Danach, sobald ihr die goldene Angel habt, könnt ihr tatsächlich auch erstmal die erste Fishing Area überspringen. Das heißt, die Pirate Tavern Area müsst ihr nicht mal machen, wenn ihr eine goldene Angel habt. Nämlich könnt ihr mit der goldenen Angel sofort zur Area 92 gehen und dort dann erstmal in die Advanced Fishing Area reingehen. Oder wenn ihr halt keine 250.000 Gems oder 200.000 Gems ausgeben wollt, müsst ihr halt wirklich erstmal alle Angeln freikaufen, alle 4 Angeln. Und das dauert locker 4 Stunden. So, und in dieser Area spawnt ihr normalerweise dann mit der goldenen Angel, nicht wie ich mit der besten Angel, weil ich habe ja schon alles freigekauft. Und das ist eine kleine Sache. Die goldene Angel ist schlechter als alle Angeln in dieser Area. Das heißt, die erste Angel, die ihr euch kaufen könnt, ist sofort besser als die goldene Angel. Ihr braucht nur die goldene Angel, um überhaupt in diese Area reinzugehen, falls ihr die erste Fishing Area nicht durchgefarmt habt, aufs Maximum. Das würde euch, glaube ich, so insgesamt so 17 Millionen Gems oder so kosten, was auch schon ein bisschen lange dauert, um die maximale Amethyst-Angel zu bekommen. Aber ich sage auch ehrlich, so, sobald ihr die habt, kriegt ihr echt schnell Coins. Das Problem ist halt nur, die werdet ihr vorübergehend zumindest nicht brauchen. Ich meine, ich habe jetzt erstmal 65 Millionen Coins nach 3 Tagen AFK farmen. Also das ist wirklich insane, wie viele Coins man bekommt mit der besseren Angel. Und ich habe nicht mal 3 richtige Tage AFK geangelt. Ich habe eigentlich nur 2 geangelt. Und dann an einem Tag ist halt in der Nacht der Server geschlossen worden. So, dann könnt ihr erstmal in dieser Area einfach angeln. Und das Ding ist halt, wenn ihr in dieser Area angelt, habt ihr höhere Chancen. Vor allem mit desto besser eure Angeln sind, habt ihr nochmal weiter höhere Chancen. Aber ihr habt erstmal in dieser Area generell mehr Chancen auf das Huge als in der ersten Pirate Tavern Area. Deswegen sage ich auch, geht in diese Area, versucht euch die beste Angel zu holen, wie es nur geht. Und dann angelt erstmal. Und ich habe euch ja erzählt, Leute, dass ihr euch erstmal die Diamantenangel holen könnt. Was ist überhaupt die Diamantenangel? Beziehungsweise, was bringt die einem überhaupt? Und wie bekommt man sie überhaupt? Ganz einfach, Leute. Dazu gehen wir erstmal zum Spawn. Nämlich dort gibt es ja seit dem neuen Update Index Rewards. Beziehungsweise einen Index-Shop. Jetzt erstmal hier beim Index, ganz normal. Da können wir reingehen, zu den Rewards unten links gehen. Dann sehen wir erstmal hier die Diamond Shovel, also die Diamond Schaufel. Für 3.120 Coins. Beziehungsweise Index-Punkt. Sehr, sehr teuer, aber genauso teuer ist tatsächlich die Diamantenangel. Die habe ich gerade nicht in meiner Rotation, ist aber auch nicht so schlimm. Aber das ist Weg Nummer 1, wie ihr erstmal die Diamantenangel bekommen könnt. So, ich habe jetzt zum Beispiel bei 1434 Pets im Index 2048 Index-Punkte. Also so einfach diese 3000 Punkte zu bekommen, ist jetzt auch nicht, sage ich ehrlich. Aber so bekommt ihr tatsächlich die Diamantenangel. Außerdem könnt ihr natürlich die auch erstmal euch ertraden, genauso wie bei der goldenen Angel, nur dass ihr zur Diamantenangel geht. Problem bei der Diamantenangel ist, die ist halt nicht so häufig. Also ich habe selten Server gefunden, wo tatsächlich Leute mit Diamantenangeln waren. Also Leute, die halt Diamantenangeln verkauft haben. So, die sind halt extrem selten. Aber die erhöhen noch eure Chancen auf den Huge Poseidon Corgi. So, wir können mal kurz ausprobieren, ob wir den auch erstmal hier bekommen können. Aus dem Terminal. Und doch, ich werde zu einem Server teleportiert. Okay, das ist wild. Okay, krass, das ist tatsächlich eine Diamanten Fishing Rod, aber für 25 Millionen Gems. Also die ist extrem teuer. Es geht aber insgesamt einfach nur darum, Leute, dass ihr die beste Angel haben solltet, wie es nur geht. Sei
heißt die beste Angel, die man kaufen kann oder sogar die Diamantenangel. Denn desto besser eure Angel ist, desto höhere Chancen habt ihr auch auf den Huge Poseidon Corgi. Und was ihr dann machen wollt, sobald ihr die beste Angel habt, die ihr euch bekommen, also holen könnt, ist, dass ihr erstmal in dieser Area einfach die ganze Zeit angelt. Und es gibt natürlich mehrere Methoden, wie ihr das AFK machen könnt. Vor allem, es gibt auch mehrere Gründe, warum ihr das jetzt anfangen solltet zu machen. Denn Leute, ich habe das Gefühl, dass die Chancen seit dem Lagfix heute Abend, beziehungsweise heute Nacht sogar, gebufft wurden. Weil wirklich seit dem Update, beziehungsweise seit dem Fix halt, haben jetzt über 500 neue Poseidon Corgis raus. Deswegen, das ist halt wirklich ein temporärer, vielleicht sogar auch permanenter Luck-Buff für die Huge Poseidon Corgis. Ich meine, fast 600 neue gibt es. Es gab gestern, bevor ich angefangen habe, die zu angeln, ich glaube 70 bis 80 und jetzt gibt es einfach 660. Also das ist insane. Vor allem, der war davor auch über 130 Millionen Gems wert und jetzt nur noch fast unter 70 Millionen. Aber wie kann man denn jetzt AFK angeln? Einmal natürlich mit Tiny Task, ne? Die Leute, die Tiny Task kennen, wissen das natürlich. Ihr macht einfach wirklich ein Skript, beziehungsweise halt, ihr nehmt halt eure Schritte auf, klickt einmal, wartet 2-3 Sekunden so und danach klickt ihr nochmal, dann Spam klickt ihr erstmal, danach macht ihr ein bisschen Pause, dann klickt ihr wieder einmal, macht ihr wieder ein bisschen Pause und immer so weiter und das spielt ihr die ganze Zeit ab, ne, ist ganz simpel eigentlich, aber ich habe noch eine einfachere Methode, oh lol, Magic Shot, sehr nice, aber ich habe auf jeden Fall nochmal eine einfachere Methode, wie ihr AFK angeln könnt, nämlich geht ihr auf die Seite autohotkey.com, Leute, klickt erstmal hier auf Download, holt euch die V2.0 Version, ladet die dann erstmal runter und sobald ihr die runtergeladen habt, klickt ihr erstmal in die Beschreibung dieses Videos, damit ihr erstmal dieses Skript hier kopieren könnt. Dann geht ihr in euren PC, klickt auf Neu, Auto Hotkey Skript, nennt es einfach automatisch angeln oder so, macht einen Rechtsklick darauf, klickt auf Editor, kopiert dieses Skript einfach rein, speichert es einfach und dann öffnet ihr einfach dieses Skript immer, wenn ihr automatisch angeln wollt. Es wird nichts passieren, wenn ihr das öffnet. Das Einzige, was passiert, ist halt, dass sich das Skript im Hintergrund öffnet und wenn ihr dann in Petzotter 99 seid, könnt ihr erstmal hier F1 drücken und dann wird es einfach automatisch angeln. Ich drücke gerade gar nichts, ihr seht das ja hier so. Ich drücke gerade gar nichts und es wird trotzdem angeln. Natürlich ist es ein bisschen langsam, als wenn ihr es manuell angelt, aber ich habe trotzdem mit dieser Methode, exakt diesem Skript, über Nacht den Huge Poseidon Corgi geangelt. Das könnt ihr halt machen, wenn ihr zur Schule geht oder halt schlafen geht und das dann über Nacht macht. Aber wenn ihr aktiv was am PC macht, könnt ihr es vergessen, Leute. Und für Handynutzer, ihr habt leider Pech gehabt, ihr könnt es leider auch vergessen. Da gibt es vielleicht irgendeine Alternative zu Tiny Task, aber ich weiß da nicht. Also damit kenne ich mich nicht aus. Und sobald ihr dann fertig seid mit automatisch angeln, drückt ihr einfach F1 auf eurer Tastatur wieder, damit ihr auch aufhört mit angeln. Und das ist, wie ihr automatisch angeln könnt, beziehungsweise wie ich auch über Nacht automatisch geangelt habe und nach 2 Nächten angeln schon den Poseidon Corgi in Huge bekommen habe. Falls ihr euch über uns fragt, was die neuen Huge Poseidon Corgi Chancen sind, wenn ihr die normale Angel habt, das heißt die schlechteste Angel habt, habt ihr in der normalen Fishing Area eine Chance von 1 in 83.000 und mit der goldenen Angel habt ihr dann eine Chance von 1 in 8.300. Bei der Advanced Fishing Area habt ihr mit der schlechtesten Angel eine Chance von 1 in 41.000 und mit der besten Angel, das heißt der Diamantenangel, habt ihr eine Chance von 1 in 4.160. Außerdem sind die Chancen für einen goldenen Poseidon Corgi 1 in 250.000 mit der normalen Angel in der normalen Area, mit der goldenen Angel 1 in 25.000, dann in der Advanced Fishing Area mit der schlechtesten Angel 1 in 125.000 und mit der besten Angel, das heißt der Diamantenangel, 1 in 12.500. Deswegen, Leute, versucht so schnell es geht, die beste Angel in der Advanced Fishing Area zusammen zu sammeln, weil dann habt ihr halt mehr Chancen als mit der goldenen Angel. Aber wenn ihr nur die goldene Angel habt, ist es auch nicht so schlimm. Ich würde aber trotzdem versuchen, die beste Angel in der Advanced Fishing Area zu bekommen. Vor allem, wenn ihr nebenbei auch erstmal die Magic Shards euch erangelt, mit denen ihr euch erstmal ein paar Huge Tränke kaufen, bis ihr also craften könnt, die euch vor allem bei dem Huge Event, was jeden Samstag ist, egal ob Update oder nicht, helfen wird, einen Huge zu hatchen. Ich meine, die Chance wird um 300% erhöht, was quasi besser als jedes Huge Hunter Buch ist, weil Huge Hunter Bücher bringen nur 25% extra. Und ich meine, diese 4 Huge Hunter Bücher bringen mir 100%. Wenn ich ein gesamtes Inventar von Huge Hunter Bücher haben, hätte ich 200% und da bringt halt wortwörtlich jede Huge Potion mehr. Außerdem könnt ihr erstmal die Huge Potion natürlich verkaufen. Ihr könnt auch erstmal euch Magic Orb Bücher machen, aber die verkaufen sich halt nicht gut. Deswegen würde ich wirklich auf Huge Potions gehen, weil die sie eben mehr verkaufen und besser verkaufen. Auch wenn der Wert billiger ist. Aber Leute, so angelt euch, beziehungsweise angelt euch erstmal AFK den Huge Poseidon Corgi. Und ich würde tatsächlich jetzt erstmal probieren, den in der Trading Plaza loszuwerden. Denn das Ding ist halt, der wird halt, denke ich zumindest, weiter an Wert verlieren. Außer es wird halt sehr, sehr schnell gefixt, dass die Methode mit dem Angeln halt nicht mehr so OP ist. Weil die neuen Chancen sind halt wirklich krass. Und ich habe das Gefühl, das wird genauso aussehen mit dem Huge Fossil Dragon. Das werde ich auf jeden Fall auch probieren, ob die Chancen auch angepasst wurden. Aber ich bin gespannt tatsächlich.
tatsächlich, ob ich den für 70 Millionen wegbekomme. Wir traden auf jeden Fall ein paar Leute an. Und mal gucken, was die mir dann erstmal geben werden für den Huge Poseidon Corgi. So, kannst du mir irgendwas Gutes anbieten für den Huge Poseidon Corgi? Ich würde mindestens 65 Millionen haben wollen an Rap. Er gibt mir erstmal den Huge Garrocket in Gold und lädt ab. Verdammt! Wir müssen halt wirklich die Leute antraden, die halt wirklich viele Huge Pets haben. Weil ich will ungefähr 60 bis 65 Millionen mindestens haben. Weil wie gesagt, ich glaube wirklich, der wird noch öfter existieren und dementsprechend mies an Wert verlieren. So, bitte gib du mir irgendwas. Okay, er packt zwei Huge Happy Rocks rein. Den Huge Hellrock in Gold. Den Huge Peacock. Das wären insgesamt 26 Millionen Gems. Das Ding ist, ich sehe in seiner Buff, der hat noch einen Huge Party Penguin, aber ich glaube, der hat leider nicht genug für das, was ich möchte. Wir fragen mal, ob er adden kann. Weil 26 Millionen ist halt ein bisschen anders. Ich würde halt wirklich 10 Millionen Gems sogar runtergehen. Das heißt, so ein, zwei Huges weniger wollen. Na, dann können wir leider nicht machen. Weil das wäre halt offensichtlich anders. Weil obwohl es vom Werten runtergehen des Huges, ist er trotzdem mehr wert als 26 Millionen Gems. Also ehrlich. Okay, warte, der Aufwand dafür. Den Huge Pixel Corgi, den Huge Hellrock in Gold, den Huge Squirrel. Das wären 21, so circa 22 Millionen. 22 Millionen, ey, nein. Leute, was für 22 Millionen? Die sehen doch den Rap 72 Millionen, die geben dafür 22. Ey, ich krieg einen Call-Up, der hat irgendwelche Exclusives. Also wenn das jetzt Exclusive im Wert von 30 Millionen oder so wären, dann würde ich einen Call-Up kriegen. Ja, das sind extrem viele Exclusives. Nee, da macht das nicht. 36 Exclusives. Im Durchschnitt sind die ungefähr so 300 Millionen Gems wert. Das wären halt 10 Millionen Gems. Das wären halt 30 Millionen Gems. Nee, müssen wir ablehnen. Ja, bringt uns leider nichts. Okay, er packt erstmal den Huge Mrs. Claus rein. Den Huge Elf Cat. Den Huge Tiefel Yeti. Und den Huge Hellrock. Das wären schon mal 37 Millionen Gems. Ich frag mal nach einem Ad. Das Ding ist halt, ja, der ist 70 Millionen wert, ne? Das ist halt das Ding. Oh, jemand verkauft den für 55 Millionen hier. Okay, nevermind. Vielleicht war das sogar wirklich ein guter Trade, bin ich ehrlich. Okay, er packt den Huge Bumellen rein, den Huge Hellrock, den Huge Narwhal. Das wären über 30 Millionen Gems. Ach komm, mach ich das. Langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Ja, das wären andere natürlich, ne, das sind aber trotzdem 31, vielleicht 32 Millionen Gems. Also ich habe wirklich gar keinen Bock gerade, den weiter zu traden, bin ich ehrlich. Haben wir natürlich Rap-Value-mäßig so einen Loss gemacht, aber wenn er weiterhin, beziehungsweise wenn die Chancen weiterhin so bleiben, kann ich mir wirklich vorstellen, dass er demnächst zu einem 10, 20 Millionen Gem Huge wird. Zeige ich dann aber dieses Video und natürlich meine Pets aus der 99 Playlist an.